kleine Ilse konnte sich beim Essen gar nicht benehmen. Wenn ihr das Essen besonders gut schmeckte, schmatzte sie ganz laut. Und wenn es Spaghetti gab, verteilte sich die Tomatensoße im ganzen Gesicht. Heute gab es Kartoffelsalat mit Bockwürstchen. Als plötzlich das Telefon klingelte und Mutti vom Tisch aufstand, nutzte Ilse die Gelegenheit, aus dem Essen ein Gesicht zu formen. Den Kartoffelsalat schob sie bis an den Rand des Tellers und verteilte ihn so, dass er die Haare und die Ohren bildete. Aus dem Ketchup machte sie die Augen und aus dem Senf die Nase. Dann legte sie die Bockwurst so auf den Teller, dass sie an einen Mund erinnerte. Ilse freute sich, denn jetzt lächelte sie ein lustiges Gesicht an. Mutti kam zurück an den Tisch und sah, was Ilse da fabriziert hatte. »Ilse«, sagte Mutti, »was hast du da jetzt wieder angestellt? Was soll ich nur mit dir machen? Mit Essen spielt man doch nicht.« Ilse wusste, dass sie nicht mit Essen spielen sollte, aber sie wusste nicht warum. So machte das Essen doch noch viel mehr Spaß. Am Abend hatten Mutti und Vati Gäste eingeladen. Mutti stand in der Küche und bereitete das Essen vor. Zunächst formte sie aus dem Mett eine große runde Kugel. Danach steckte sie in die Kugel jede Menge Schnittlauchstängel, sodass das Gebilde wie ein Igel aussah. Als nächstes nahm Mutti eine Tomate und legte um die Tomate die Blätter von glatter Petersilie, sodass die Tomate jetzt wie eine wunderschöne Blume aussah. Als nächstes nahm Mutti ein hartgekochtes Ei, halbierte es und steckte zwischen die Eihälften eine Gurkenscheibe. Dann verzierte sie das Gebilde mit Ketchup und Mayonnaise, sodass das Ei wie ein kleines Männchen aussah. In diesem Moment kam die kleine Ilse in die Küche und sah, was Mutti aus dem Essen gemacht hatte. »Was machst du hier?«, fragte Ilse. »Ich dekoriere das Essen für die Gäste«, antwortete Mutti. »Aber Mutti, mit Essen spielt man doch nicht«, sagte Ilse. Da fing Mutti lauthals an zu lachen. Und auch Ilse musste lachen und freute sich, dass sie nun nicht die Einzige war, die mit Essen spielte. Es war Samstag und die kleine Ilse musste heute nicht in den Kindergarten. Stattdessen war sie zusammen mit Mutti im Supermarkt. Mutti stand mit Ilse in der Schlange vor der Wursttheke. Mit Ilse? Nein, wo war denn eigentlich Ilse? Mutti stellte fest, dass Ilse nicht da war und seufzte entsetzt. »Ach, wo ist denn Ilse jetzt schon wieder?«, fragte sie sich und durchsuchte daraufhin die Regalreihen im Supermarkt. Doch Ilse war weder bei den Konservendosen, um Türme aus Dosen zu bauen, wie sie es schon mal getan hatte, noch drückte sie die neuen raffinierten giraffenförmigen Zahnpastatuben der Firma Quampadent ein, wie sie es beim letzten Supermarkt getan hatte. Ilse war auch nicht in der Kosmetikabteilung, um mit dem Lippenstift zu spielen. Und Mutti konnte sie noch nicht einmal in der Süßigkeitenabteilung finden, wo sie sich schon so oft die Bilderreihen der Lakritz-Schmatz-Serie angeschaut hatte. Mutti war verzweifelt. Wo konnte Ilse nur sein? Plötzlich kam Ilse um die Ecke. »Ach, Ilse, da bist du ja. Kind, 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 was soll ich nun mit dir machen?« »Mutti, darf ich das neue Hörspiel der Hexe Abra Funkel haben?« »Meinetwegen, tu es in den Einkaufswagen, der steht noch an der Wursttheke.« Etwas später verließen Mutti und Ilse mit zwei Einkaufstüten den Supermarkt. Doch was war das? Draußen regnete es in Strömen. »Du lieber Donnerwetter, auch das noch. Warum regnet es jetzt? Ausgerechnet jetzt haben wir keinen Regenschirm dabei. Warum regnet es immer, wenn man den Regenschirm vergessen hat? Und wenn man ihn dabei hat, scheint die Sonne«, seufzte Mutti. Wieder zu Hause angekommen, waren Ilse und Mutti plitscheplatsche nass. »Mutti, darf ich nach dem Mittagessen draußen spielen?«, fragte Ilse. »Aber nur, wenn es dann nicht mehr regnet. Sonst...« Ilse hatte Glück. Am Nachmittag schien die Sonne und damit es so bleibt, dachte Ilse sich, nimmt sie den Regenschirm mit. Denn schließlich hatte Mutti gesagt, dass immer dann die Sonne scheint, wenn man den Regenschirm dabei hat. Auf dem Spielplatz spielte sie mit dem Regenschirm zunächst Mary Poppins und balancierte auf der Wippe herum. Danach spielte sie am Sandkasten Fliegender Robert.
Ilse hatte eine Idee. Sie wollte jetzt den Regenschirm schweben lassen. Den Trick kannte sie schon aus einem Zauberkasten. Da hatte sie mal einen Zauberstab schweben lassen. Es funktionierte auch mit dem Regenschirm, obwohl der viel größer war. Ja, es sah wirklich so aus, als ob der Regenschirm schwebt. In Wirklichkeit hielt Ilse den Regenschirm mit dem Zeigefinger der anderen Hand fest. Aber das braucht ja keiner zu wissen. Schließlich verrät man einen Zaubertrick nicht.